Hallo, im Zweikampf ist es entscheidend, jederzeit sich in alle Richtungen flexibel und schnell bewegen zu können. Das ist in der Theorie klar, in der Praxis oft nicht so einfach. Ich beobachte häufig das Problem, dass wir aufgrund unserer Vorwärtsstandposition, wo wir ein Bein vorne haben, sehr unflexibel werden und es uns dann nicht gelingt, hier wirklich frei jederzeit in alle Richtungen entsprechend schnell losstarten zu können. Das wäre aber eben sehr, sehr wichtig. Und deswegen stelle ich jetzt hier ein paar Übungen vor, die uns helfen sollen, dass wir uns schnell jederzeit in alle Richtungen bewegen können. Wir arbeiten mit der Idee von 8 Richtungen. 8 Richtungen hat auch mit der chinesischen Philosophie des Bagua zu tun. Eigentlich könnte man genauso sagen, alle Richtungen, es könnten auch 360 Grad sein. 8 Richtungen ist aber auch relativ einfach zu merken. Man kann mit den Himmelsrichtungen arbeiten. Wenn wir uns vorstellen, Nord, Nordost, Ost, Südost und so weiter, kommen wir auf 8 Richtungen. Oder anders gesagt, würden wir jetzt eben diesen 360-Grad-Kreis unterteilen, sprechen wir von lauter 45-Grad-Winkeln. Die sind für uns jetzt entscheidend. Das heißt, wir nehmen als Orientierung eben vorne, gerade, dann schräg links vorne, schräg rechts vorne, dann haben wir die Seiten. Damit haben wir schon 5 Richtungen, hinten noch einmal zweimal die Diagonale und einmal gerade zurück. Von diesen 8 Richtungen sprechen wir. Wir beginnen unsere Übung damit, dass wir uns hier mal einfach in die Wendung begeben. Mit den Armen kann man einfach Armtechniken, ich benutze hier gerade eine Kwanza-Technik, könnte auch Bongsa sein, könnte auch Tansa und Schlag sein, könnte Gansa-Schlag sein, ganz egal, könnte Chamsa sein, was ihr wollt, aber wichtig ist, dass wir jetzt hier einfach mal uns in einen ständigen Bewegungsfluss hineinbegeben. Das heißt sozusagen, das Grundsetting ist jetzt einmal die Wendung. Über die Bedeutung der Wendung spreche ich auch in einem Video, eben wo ich der Frage nachgehe, ist die Wendung jetzt wichtig oder wertlos? Gut, wir haben durch die Wendung hier ständige Gewichtsverlagerung und das ist wichtig. Die Grundlage für Bewegung ist die ständige Gewichtsverlagerung. Und jetzt können wir versuchen, eben diese Übung, diese ständige Wendung zu verlassen und zu wechseln hier in eine Attacke beispielsweise nach vorne. Also ich zeige es noch einmal. Wir haben hier die Wendung. Wir sprechen jetzt mal nur über eine Richtung und dann plötzlich stoße ich mich ab, komme nach vor. Ihr seht wahrscheinlich, dass ich hier mein Bein sozusagen dann insofern, jetzt wäre ich viel zu breit, korrigieren muss, dass ich mir das unbelastete Bein etwas mehr rannehme, um dann nach vor loszustarten. Das ist so quasi der erste Teil der Übung. Wir bewegen uns hier. Ich nutze jetzt hier eine Paxa-Technik, könnte auch etwas anderes sein, ich könnte auch mit Tansa nach vorgehen, ganz egal. Flüssig aus der Wendung überzugehen in diese Attacke. Das war die erste Richtung. Jetzt kommen wir dazu, dass wir noch die Diagonalen links vorne und rechts vorne dazu nehmen. Das heißt, ich wende und dann starte ich hier in eine der beiden vorderen Richtungen los. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann sogar hier immer noch nachsetzen mit weiteren Schlägen. Vielleicht nehmen wir auch wieder die Gerade auch dazu. Haben also jetzt momentan 3 Richtungen, in die wir arbeiten. Worauf müssen wir aufpassen? Wenn wir einen diagonalen Winkel losstarten, ich zeige es mal, ich bin 45 Grad, jetzt wäre ich gewendet. Wenn ich jetzt einfach nur losgehe, wäre wieder meine Standbreite zu groß, zu weit. Also auch hier müsste ich, wenn ich dann tatsächlich losgehe, mein vorderes Bein eben etwas wieder korrigieren von der Standbreite. Also wenn ich jetzt hier in der Wendung bin, möchte in diesen schrägen Winkel, nicht einfach nur nach vor, sondern das vordere Bein wird dann entsprechend leicht versetzt. Ganz grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann quasi die Wendung fertig machen, bin jetzt schon in dieser Richtung ausgerichtet und stoße mich dann ab für den Schritt. Das ist die einfachere Variante. Die noch dynamischere Variante, wenn wir sagen, ich möchte wieder in diese Richtung, vorher war ich eben in diese Richtung schon ausgerichtet, ist es, dass ich das schon vorher entscheide. Das heißt, momentan zeigt mein Körper noch in die andere Richtung,
Ich will aber später hier hinüber. Das heißt, ich beginne jetzt mein Gewicht zu verlagern und jetzt kommt hier Gewichtverlagerung, Drehung, Schritt förmlich in einem. Das ist eben noch dynamischer, als wenn ich zuerst die Wendung komplett fertig machen muss und dann erst losgehe. Ja, wäre eben die noch dynamische Variante. Das kommt dann schon hier wirklich flüssig aus der Bewegung heraus. Noch haben wir erst drei Richtungen. Wir nehmen jetzt zwei weitere dazu, nämlich wirklich hier links und rechts. Also von uns aus gesehen ganz 90 Grad. Also wir sind wieder in unserer Wendung und dann jederzeit beginnen wir uns hier raus zu bewegen. Haben also mittlerweile 45 Grad, andere Seite 45 Grad, die Gerade und eben jetzt dann hier die 90 Grad, dadurch jetzt schon 5 Richtungen, in die wir uns bewegen können. Insgesamt sprechen wir von 8. Was fehlt jetzt? Einerseits hier gerade zurück, ja, ist vielleicht gar nicht so relevant, weil es im Kampf oft klüger wäre, in einem diagonalen Winkel auszuweichen. Aber natürlich kann es die Situation irgendwie verlangen, ich möchte hier gerade zurück. Also auch da, 6. Richtung, gerade zurück. Am meisten aufpassen müssen wir jetzt, wenn wir hier zurückweichen, das ist übrigens sehr, sehr wichtig, diese Winkel, eben wirklich, um gut ausweichen zu können, dass wir hier aufpassen, dass sie mit dem richtigen Bein losstarten. Ja? Wenn ich jetzt hier von mir aus gesehen rechts nach hinten möchte, dann muss ich auch aufpassen, dass mein rechter Fuß zuerst geht und mein linker Fuß bleibt dann hier vorne. Also nicht so quasi, hier ist dann irgendwie diagonal, also überkreuzt, diagonal stehen. Das wäre nicht optimal. Ja? Das heißt, noch einmal hier, das wäre richtig, wäre hier ausgerichtet und könnte, sehr häufig benutzt man jetzt die äußere Hand, Chamsau, Fuchsau oder eventuell Doppelhandtechnik, dann Quansau, weiche hier beispielsweise einen sehr kraftvollen Angriff aus oder eben auf die andere Seite oder gerade. Wir fassen noch einmal zusammen. Wir haben jetzt alle 8 Richtungen, sind in der Wendung. Beispielsweise gehe ich gerade nach vor, 45 Grad, zurück, zur Seite, andere Seite, 45 Grad, 45 Grad zurück, 45 Grad nach vor. Es kann dann immer schneller werden, hier nach vor, hier zur Seite. Also wichtig ist einfach, dass wir jetzt da wirklich in den Fluss kommen und ganz schnell versuchen, jederzeit in jede Richtung uns zu bewegen. Der Grund, warum ich diese Übung eben gerne aus der Wendung heraus beginne, ist einfach der, Wendung ist ständige Gewichtsverlagerung. Ich könnte auch Gewicht verlagern, ohne zu wenden. Und durch diese ständige Gewichtsverlagerung sollte ich eben jederzeit in der Lage sein, wohin auch immer ich eben will, jederzeit mich entsprechend wegzubewegen. Und darum geht es. Wenn ich das gut beherrsche und eben immer in der Lage bin, in jedem Moment, in jede dieser 8 Richtungen losstarten zu können, und auch jeweils mit dem Bein nach vorne oder hinten losstarten zu können, das ich eben gerade möchte, dann wird meine ganze Schrittarbeit sehr, sehr flexibel. Generell das Thema Schritt, auch der richtige Stand, die richtige Kraftübertragung, liegt mir sehr, sehr am Herzen, ist mir sehr wichtig. Deswegen gebe ich zu diesem Thema oder zu diesem Themenkreis auch immer gerne Kurse und Seminare. Ganz allgemein, wenn dich Windschwung interessiert, wirst du in diesem Kanal noch ganz, ganz, ganz viele Videos finden. Es werden laufend mehr. Vielleicht hast du ja Lust, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns bald bei einem der anderen Videos wieder.